Rosa! Rosa! Miau! 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 Man kann sich nicht selbst befreien, ohne alle anderen zu befreien. Ich muss jetzt erst mal meinen verdammten Kater loswerden. Achtung! 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 Das ist der Kollektivkater. Yes. Jacolishi. Jacolishi. Liebes Rosa Kollektiv, ich bin jetzt in Japan gelandet, auf der Suche nach Rosas Körper. Ich habe ihn nicht gefunden, das neue Jahr ist hier schon seit 8 Stunden. Es ist schrecklich. Es ist so schrecklich. Darum bete ich jetzt zusammen mit meinem Bruder. Alles ist persönlich. Alles. Karl, lass mich in Ruhe! Die Masse... Wladimir! ...lernt. Und die Masse ist... Rosa! ...selbst die größte Lehrerin. Oder die Rosa. Masse lernt von sich selbst auch. Ja. Als ihre eigene Lehrerin. Aber die Masse lernt wiederum nur, wo sie sich an der Gegenwart reibt. Rosit. Wo sie anstößt, wo die Köpfe anstoßen. Oder die Masse lernt nur durch Praxis. Also nur, indem sie experimentiert oder spielt oder Sachen kostet oder durchlebt. Das klappt sonst immer. Und das lernt sie dann. Und jetzt Proletariat. Proletariat ist Masse mit Umzäunung und Promutation ist vielleicht, ist Masse. Es ist jedoch nicht der Missbrauch der elterlichen oder Gewalt Mauer oder Grenze. Denn die Frau bleibt im Kapitalismus, wie die Demokratie oft geartet sein mag, ist die verwundbare Masse, wo der Verrat zu Ende geht oder wegen der auswachsenden Keime ungenießbar wird, so geht die Frau mit ihren Kindern betteln und durchstreicht gewöhnlichen Landarbeitern die steigt. Die Pächter die haben entdeckt, dass Frauenzimmer nur unter männlicher Diktatur ordentlich arbeiten. Warte mal, warte mal. Ich wurde gefragt, ob ich bei einem Krippenspiel mitmache, ohne dass man mein Gesicht sieht. Und gefragt, weil ich immer in der jungen Gemeinde war und da oft betrunken war, habe ich da schöne Erinnerungen dran. Und dann wollte ich dir hier mit dem Projekt aus der Patsche helfen. Ein Kater, ein Kätzchen, ein Kätzchen, ein Kater. Ein Kater, ein Kätzchen, ein Kätzchen, ein Kater.
Aber deswegen bin ich doch hier nicht gleich Mitglied. In irgendeinem Kollektiv. Hering, wir machen Kater, der auch auf eine Art eine Wunde ist. Ja, dann heißt es doch wieder, dass man irgendwelche Verpflichtungen eingegangen wäre und sich an irgendwelche Regeln halten soll und zum Plenum komme. Also ich sag mal so, meine Mitgliedschaft endet, wenn ich hier raus bin. Wann ist dieses Jahr endlich vorbei? Wann ist dieses Jahr endlich vorbei? Ja, in diesem Jahr, glaube ich, ist alles anders, muss man sagen. Und wir hoffen, dass das alles anders irgendwie andauernd, aber dann auch irgendwie eine andere Wendung nimmt als in 2020. Und wir feiern jetzt Neujahr groß. Ja. Bei uns muss man tatsächlich große Reden halten und überlegen, was man sich wünscht und den anderen auch eine große Rede halten, was man so sich vorstellt, was für diese Person wichtig ist. Also die Eltern sozusagen, die ältere Generation wünscht sich natürlich immer, also den anderen wünscht viel Gesundheit. Also das wird aber auch ernst genommen. Und ich glaube, in diesem Jahr können wir es auch so stehen lassen. Was ganz wichtig ist, dass man irgendwie gesund bleibt und nicht stirbt. Das ist jetzt das Wichtigste erstmal. Und wir sind ja, glaube ich, ganz froh, wenn wir aufwachen und wenn wir irgendwie in dieser Welt noch sind und nicht woanders. Ja, also das Essen habt ihr schon fast richtig vorbereitet. Also dazu gehört noch Zwiebeln, rote Beete und sehr viel Mayonnaise. Also das sehe ich jetzt hier nicht. Und das ist sehr schade, weil man natürlich also irgendwie nicht wirklich die Gesundheit, den gesundheitlichen Zustand jetzt irgendwie stärken kann. Also nur mit Zilotka. Also das ist ja. Gut, aber man nimmt, wie es ist. Also merkt euch nächstes Mal rote Beete und viel Mayo und Zwiebel natürlich. Ja. Also rote Beete kann man hier anbauen. Übrigens, ja. Es wird jetzt auch unter Hipster, glaube ich, also sehr verbreitet, das Essen rote Beete. Ich weiß noch, wo ich nach Deutschland kam und habe diesen Salat gemacht zum Neujahr, also mit rote Beete und Hering und Zwiebeln, wurde ich sehr ausgelacht und wurde gesagt, das ist wirklich, das ist unessbar und wie sieht das dann auch ästhetisch aus, man kann sowas Gutes nicht essen. Ja, und dann habe ich das mir tatsächlich verboten oder ausgetrieben, das zu machen. Und jetzt bin ich wieder stolz, dass ich jetzt irgendwie sage, schaut mal, also rote Beete ist jetzt irgendwie wieder in und jetzt kann ich meine Salate wieder machen. Man steht auf, mein Großvater hat das sehr perfektionistisch gemacht, der konnte tatsächlich, also muss man sagen, dass diese Tradition der Reden auch verloren geht, also dass man jetzt immer weniger Reden hält und also sich gleich viel, also man trinkt gleich viel, glaube ich. Also das ist nicht verloren gegangen. Aber tatsächlich diese Kultur des Redehaltens ist geht verloren. Also das können tatsächlich nicht mehr viele. Was war's erstmal? Also mein Jahr hat ja angefangen tatsächlich, dass mein Großvater gestorben ist. Der hat am 31. Dezember dieses Jahres sich verabschiedet. Und der Weihnachtsbaum stand auf dem Balkon und die Salate waren gemacht. Und am 31. ist mein Großvater gegangen, sodass wir seine Reden tatsächlich nicht mehr gehört haben dieses Jahr. Und es ist schwierig nachzumachen, aber der hat ja gesagt immer, dass er wünscht, oder ich wünsche euch immer viel Gesundheit. Das ist wichtig, das ist ja sozusagen die Grundlage dafür, dass alle gesund bleiben, dass alle die Laune behalten. Und dann wünsche ich allen sehr viel schöpferische Kraft, weil das ist wichtig, um eigene Arbeit nachzugehen. Und die Arbeit ohne schöpferische Kraft ist nicht die richtige Arbeit. Ja, mein Großvater hat Russisch gesprochen, weil das ist ja auch also eine koloniale Geschichte, also in Belarus, dass man tatsächlich also diese Sprache teilweise verloren hat und jetzt immer mehr Weißrussisch gesprochen hat. Er hat Russisch gesprochen oder Trasyanka, das ist eben so eine Mischsprache aus Belarussisch und Russisch. Я желаю вам здоровья, желаю вам творческой энергии. В вашей работе творчество, потому что творчество является основой нашей работы. Без творческой энергии работа не может быть сделана хорошо. Die schöpferische Energie ist bei uns und mit uns, genau, und wir bringen sie überall hin. Wir sind ja Kosmopolitinnen
Und dort, wo wir sind, ist auch die schöpferische Energie wieder mit uns. Und der Massenstreik, der Massenkater, ist die Selbstbildung des Proletariats. Und der Krieg ist aber der Selbstmord des Proletariats. Na? Und Politik. Jetzt genug. Bis dann. Zum Neujahresgruß. Achtung, Achtung, hier spricht der Rosa Kanal. Wir haben es bald geschafft. 21, der rote Untergrund. Und jetzt noch ein Abschlussgebiet. Das alte Jahr vergangen ist, wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du uns in so großer Gefahr bewahrt hast lange Zeit und Jahr. Gott kann nicht selbst Erlösung sein, er braucht wie du sein Anderssein, das dich erlöst und sich ihm schenkt. Auch Gott ist kollektiv bedenk. Die heilige Dreifaltigkeit ist auch zu dritt, die drei befreit, die Massen, selbst Gott Masse ist, um Gott als Dreizahl nicht vergesst. Vergiss! Als Schwester ist auch Rosa da, ihr Kollektiv, es bleibt dir nah. Das alte Jahr wird bald vergehen. Gott, Massenkollektiv, lass sehen. The old year now hath passed away. We think they sister rose today. That thou hast kept us through the year. When danger and distress were near. 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 Achtung, Achtung! Wir haben noch immer nicht den Landwehrkanal erreicht. Wir sind immer noch auf der Suche nach der verlorenen Leiche. Wir sind immer noch auf der Suche nach der verlorenen Leiche. Ein Atempust noch. Halte durch. 21. Kommandozentrale Funkstelle 21, der rote Moabiter Untergrund. Hier spricht der rosa Landwehrkanal. Wir finden dich. Manuskript, Rainer Werner Fassbinder Foundation, wir finden das Manuskript. Wir werden die wahre Geschichte erzählen. Wir finden die Leiche. Wir finden die Leiche. Wann ist dieses Jahr endlich vorbei? Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Wann ist dieses Jahr endlich vorbei? Wann ist dieses Jahr endlich vorbei?